Hallo liebe Tennos, heute geht es um New Luca, unser Syndikat. Als allererstes sollten wir dann mal auch dahin wechseln. Hier haben wir unsere sechs Fraktionen und New Luca ist jetzt drin. So verpflichten wir uns denn das als allererstes. Dann wechseln wir unser, ja, unser Medaillon praktisch, rüsten das aus, habe ich schon drin. Also kein Problem, wir bekommen hier automatisch Punkte. Wie viele Punkte gibt es insgesamt? Ja, wir haben schon alle verbraucht. Das funktioniert nach einer Regel so: Meisterschaftsrang plus ca. 1 bis 2000. Das heißt, Meisterschaftsrang 5 könnt ihr ungefähr 7000 täglich innerhalb von 24 Stunden an Ruf hier verdienen. Seid ihr nachher 30, ist natürlich dann eher bei 32.000, also schon relativ hoch. Und deswegen, wie werden wir hier dann überhaupt groß? Wo bekommt man die Medaillons her, um hier noch extra Ruf zu bekommen? Woher kriegt man schnell viel Ruf? Was ist alles im Shop drin? Wie funktioniert das Ganze? Well, und als, ja, als letztes, wir werden es aber als erstes machen, mit welchen Fraktionen kommt dann unser New Loka überhaupt aus? Und deswegen, damit werden wir jetzt wirklich anfangen. New Loka, nur durch Wiederherstellung der Pooh-Menschlichkeit und die Wiederbevölkerung der Erde kann diesen Konflikt beendet werden. New Loka sind die Jünger der menschlichen Form und der Erde vor ihrer Korrumpierung. Ganz egal, wie weit sie nach den Sternen greifen, für New Loka ist klar, dass die Erde immer unsere Heimat sein wird. New Loka verlangt die Abwehr von gegnerischen Pfuscherei, welche Grenier bedroht, und Ablassen von unbekannter Technologie, welche die Korrumpierten haben, und das Bekämpfen für die Wiederbevölkerung einer verlassenen Welt. So, das ist ein Neologa und wir haben insgesamt sechs große Hauptfraktionen, Syndikate nennt sich das ja im Spiel. Mit welchen verstehen Sie sich und mit welchen nicht? Und zwar, New Loka ist kompatibel mit Separian Sequence. Diese zwei kann man zusammen mitnehmen. Wir haben jetzt unsere Verpflichtungen drin, dann funktioniert das so: jeder, sagen wir mal, 10 Meister, 10 Punkte, die wir hier verdienen, bringen dann 5 automatisch da mit rüber. Schon nur, weil sie sich verstehen. Allerdings, es gibt drei Fraktionen insgesamt oder drei große. Nur diese zwei hier passen kompatibel zusammen. Sie verstehen sich nicht mit den anderen. Das wird auch hier angezeigt. Die Meridian ist feindlich mit Chapel und Suda. Und hier haben wir ablehnen, Arbeiter auf Hexas und feindlich zu Steel Meridian. Das sind also alle anderen, die hier nicht in Frage kommen. Deswegen passen nur die zwei. Syndikat-Medaillons hatten wir schon angesprochen, kann man für Ruf einsetzen. Woher bekommen wir sie und woher bekommen wir dann auch eine Menge an Ruf? Also, aus meiner Sicht, die größte Menge an Ruf für New Loka gibt es in Sanctuary Ansturm. Ansonsten ab Rang, ich glaube, 1, vielleicht auch 2. Dann funktionieren die hier. Das heißt, dann wird euch das Ganze angezeigt. Ihr könnt hier diese Extra-Mission machen. Und hier lohnt es sich definitiv, weil wir zusätzlich ja noch diese Medaillons bekommen können. Und dadurch haben wir dann am Ende eine Menge an Ruf zur Verfügung, die dann da, ja, benötigt wird, um irgendwann mal 5, Rang 5 zu werden. So, dann gehen wir wieder kurz wieder zurück. Wir haben die Stufe 5. Es geht immer, bei den anderen steht ja feindlich 2 minus 2. Das wäre dann bei uns verbannt. Starten tut die Sache allerdings bei neutral. Minus 2 verdammt. Dann müssen wir einen Orkin-Reaktor und 100.000 Credits anzahlen, um, wenn der Balken voll ist, um in die nächste Stufe zu klettern. Das wäre dann neutral, kostet eine Forma und 50.000, um dann in die nächste zu rutschen. Dann haben wir 1.000 Ferrit plus 10.000 Credits, zwei Fieldruhen für Stufe 1, das heißt dann schon mal menschlich, und 30.000 Credits.
So, damit haben wir aber schon Zugriff auf uralte Heilerphantomen. Das heißt, auch hier lohnt es sich, den nächsten Rang zu erreichen. Der wäre dann nämlich großzügig und um von großzügig zum nächsten zu kommen, brauchen wir eine Form von 50.000 Credits, 50.000. Drei gütig wäre ein Orkin-Reaktor plus 100.000. Um 4 zu werden, wird es hier allerdings ein bisschen schwieriger. Bei New Loka brauchen wir nämlich ein Ortus Prime Klinge. Das heißt, wir hatten Glück, haben mehrere Ortus Prime im Laufe der Spielzeit schon erspielt und wir müssten eine davon abgeben. Plus 250.000. Das heißt, auch hier braucht man unendlich viele Credits. Den letzten Rufstufe makellos. Da bräuchten wir dann ein Mesa Prime System plus 500.000 Credits. Also auch hier braucht man definitiv viel Spielzeit, alles in allem, um dann Stufe 5 zu erreichen. Die Punkte, die wir hier am täglichen Limit bekommen, da geht das Ganze. Da bräuchten wir circa 7-8 Tage, wenn wir dann alle Materialien hätten. So, nun wissen wir, wie lange dauert das Ganze. Und jetzt kommt als letztes dann eigentlich noch als letztes. Noch nicht ganz das letzte. Wir besuchen jetzt hier über ein Relais den New Loka. Wir können auch von hier aus direkt in die Angebote reinschauen, aber wir wollen rübergehen. Und da können wir dann nämlich auch unsere Syndikat-Medaillons dann einsetzen. Da haben wir den Shop. Also am Anfang die Siegel, da sagten wir vorhin, uralte Heilerphantome haben wir denn schon ab Stufe 1 menschlich Zugriff drauf. Abyssisches Signal würde dann schon folgen in der zweiten großzügigen Stufe. Und da haben wir dann Void Relikt schon mit drin. Wir haben Reliktpakete, abyssisches Signal. Gibt es in jeder dieser sechs Hauptfraktionen, also in jedem, und deswegen die müsst ihr hier nicht für unbedingt 5000 Ruf dann kaufen. So, des Weiteren Siegel, 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 aber Onufrix Klinge gibt es dann, Pandera Schaft, Ratterbauen Kopf, Akzuzer Klinge, Zentaure Griff, Gesundheitsschub. Und dann geht's los mit den ersten Mods für die Fures. Pantera, Skarner, Vulkan. So, dann haben wir die größeren Siegel mit drin. Die kosten ja schon etwas mehr, bringen uns dann aber auch etwas schneller dafür den passenden Ruf. Wir haben noch eine schöne kleine Skulptur, die wir auf unserem Orbiter platzieren können. Und dann geht's auch schon auf die Augment-Mods los. Baruch, alphabetisch geordnet. Equinox. Gaara. Ja, unsere Lieblingsfigur Gaara. Auch hier haben wir quasi schon geshoppt, sieht man. Und wir haben auch, geht noch weiter für Hildrud. Lavos, Mech. So, das war es dann für Mech. Dann geht es für Nyx weiter. Oberon. Octavia. Titania. Deinax. Trinity. Wisp. Zephyr. Wukong. Und einen haben wir noch für Rally.
beziehungsweise zwei sind sogar für Jareli noch dann. So, das, ja, hier war dann auch schon zu sehen, die kosten erstmal alle so um die 25.000 Ruf. Wer davon was braucht? Und jetzt nähern wir uns nämlich, warum wir wirklich Stufe 5 hier in diesem Syndikat brauchen, und zwar wegen dem ganzen letzten Rest hier unten. Und zwar am Ende bei Rang 5 auf Makellos haben wir dann den Zugriff auf die Augments, Mods und Syndikatswaffen. Die Syndikatswaffen Sanity, Magister, Sansti, Tigris und Sansti, Castanas. So, diese drei Waffen lohnen sich definitiv. Und eine haben wir hier schon geholt. Aber ja, für die zweite fehlt uns auch aktuell noch ein wenig Ruf. Ansonsten gibt es auch hier die größeren Siegel, um schneller mehr Ruf zu kriegen. Sandana, Protea 10, diese sind ja auch in der Regel immer relativ teuer, so vom Ruf her. Und eine Schablone für New Loka. Damit können wir dann den Wohnbereich an die Schablone anpassen und im Stil von New Loka, ja, weitermachen. Waffen Excellus Adapter, weiß nicht, warum der eigentlich hier unten rumliegt. Der kommt auch erst am Ende mit, aber aus meiner Sicht gehört er doch viel weiter nach oben. Also den hätten sie mal schon ab Stufe 3 oder 4 machen sollen. Warum auch immer. Ansonsten gibt es noch ein paar Emotes und ein Rüstungspaket. Also es lohnt sich definitiv hier dann auch wirklich was zu machen für unser New Loka. So, da müssen wir nur noch unsere Medaillons abgeben. Hier wird gar keiner angezeigt im Raum. Müsste hier auf der linken Seite sein. Genau, hier können wir dann unsere Sachen gegen Ruf nochmal abgeben. Hier hatten wir auch gesagt, wie viel Ruf von der Menge her man bekommen kann. Hier habt ihr nochmal die Auflistung, wie der aktuelle Rufstand ist. Und wenn wir dann, können wir dann diesen als extra. Wir hauen uns das jetzt auf, dann sieht man es direkt, weil wir haben nämlich unseren Ruf hier schon quasi so weit heute erfüllt. Aber wir können es trotzdem einlösen. Sollten auf 84.000 und kommen. Unsere Hauptfraktion plus die Nebenfraktion und die anderen Fraktionen, die gehen dann natürlich ins Minus. Also wir haben 2.000 für New Loka, 1.000 für Superior Sequenz. Lohnt sich also in unserem Fall definitiv. Und das geht wirklich dann über die Menge hinaus, die man da haben kann. Insgesamt gibt es vier Medaillons. Das Universelle kann man bei allen Fraktionen abgeben, haben aber gerade aktuell keins. Die Saat ist dieses kleine. Dann haben wir die Saat großzügig, bringt 1000 Ruf und Saat makellos. Das heißt, hier bekommen wir dann 5000 Ruf. Die Medaillons sind dann in dem vorhin gezeigten am Orbiter Mission möglich da zu bekommen. So, und dann hat man noch mal 8.000 Ruf, also insgesamt 10.000 Ruf dazu bekommen. Ich hoffe, das Ganze konnte euch etwas helfen, da mit New Loka einen vernünftigen Umgang zu finden, vernünftige Sachen für euch zu finden und den Grund zu finden, warum man dieses Syndikat dann eigentlich nehmen sollte. Es lohnt sich definitiv, Leute. Es lohnt sich definitiv. Und deswegen lasst gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal, euer Remi. Danke fürs Zuschauen.